Moin, willkommen zurück bei No Man's Sky. Wie ihr seht, habe ich hier direkt weiter die Aufnahme gemacht. Also ich habe mir gedacht, ich mache jetzt direkt zwei Folgen, weil ich jetzt das nicht wieder vergessen will. Wir machen das jetzt einfach. Ach, kann ich gar nicht. Da kann ich doch. Wird er noch an meinen Frachter? Absturzstelle erreichen. Ja, kriegen wir hin. Aber erst. Nein. Okay. Wie gewonnen, so zerronnen, ne? Ich, der No Man's Sky Noob. Von Stu entdeckt. Stu war hier. Stu von Hangover. Erreiche den Zielplaneten. Oh, hier sind total viele Häuser auch. Oxygen Farm. Okay, ist das Stu's System? Ich bin gespannt, was uns da. Uns da erwartet. Na, guck mal. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar Leute dazu, wie mir scheint. Ich glaube, da flog gerade links einer vorbei. Kann das sein? Sah so aus, ne? Ist ja blauer Strahl. So. Scheint aber schöner. Immer sah von oben schön aus, aber jetzt wohl nicht mehr ganz so. Cool. Unter Wasser auch noch. Der Eifer piepscht. Cool. Hier, für den hätte ich mal gerne irgendwie so ein paar Updates. Huch. Was, du hat nicht gescannt oder? Da kann man ja gut zu Geld machen, ne? Wenn das ja hier geht. Und die Typen, denen man das geben kann, die freuen sich ja auch immer. Ein Astab. Wenn man den neue Daten liefert. Hier diese ganzen Forscher da bei mir am Raumschiff, auf dem Frachter und so. Äußerst interessant. Man müsste sich eigentlich auch mal die Zeit nehmen und lesen, was dann da steht links, ne? So alt, Kleinkind, weitreichend, bla bla bla. Erwachsen, männlich. Also Tiere züchten wäre auch cool. Ah, ein Sprachstein. Ich habe ja Zeit, ne? Ich hab, bin ja. Mich hetzt ja nichts. Was sind denn diese Kommunikationsstationen? Was ist das denn? Auch eine interessante Pflanze hier. Hm.
war gerade ein bisschen verblüfft. Also es ist toll, tolle Welt. Also gefällt mir. In diese Richtung. Ups. Hoffentlich haben die hier keine hohe Wächteraktivität, sonst kotze ich im Strahl. Und dann schauen wir mal, was wir denn da machen müssen. Ich glaube, ich werde sowas von scheitern. Bei dieser Mission. Wobei, wie schwer kann das schon sein, ne? Oh ja, kriegt das sogar gesagt. Das sieht aus wie ein Gänseblümchen. Oder eine Löwenzahn, genau. Ziel in Reichweite, das da. Bestimmt er, der da so hin und her geht. Ah, und jetzt soll ich den bestimmt sein Raumschiff reparieren, pass mal auf. Aber schön, hast du direkt mal Fahne aufgestellt, ne? Hier so, zack, ist mein Planet. Penner. Ist das ja auch Stu. Gibt hier Munition. Was los, Kumpel? Ich höre, wie der reisende Schaf einatmet. Die Kreatur streckt die Hand nach mir aus und stoppt dann, als ob sie sich anders überlegt hätte. Verzweifelt zeigt mir reisender Nathiel die zerstörte Kommunikator-Kontrolleinheit des Schiffs. Dieser Teil kann nicht mehr repariert, aber möglicherweise ersetzt werden. Und jetzt? Funktionsfähigen Komponenten bergen. Irgendwo. Same Evo. Wow. Alter. Suche in vergrabenen Technologiemodulen nach einer funktionsfähigen Kontrolle. Zum Beispiel den F. Technologiemodul. Benutze den vergrabenes Technologie. Aber wo? Also hier. Ah, guck mal da, das WLAN-Zeichen. Zuerst entschlüsselt werden, bevor ein neues Schiff entzählt werden kann. Ein verbundenes Entschlüsselungsterminal kann durch Anweisung mit Exo-Anzug lokalisiert werden. Wie geht das jetzt? Hier unten steht gerade was meine. Analysiere die verschlüsselte Kontrolleinheit mit E. Finden Sie zum Analysieren zunächst im Inventar und der. Okay. Boom. Das konnte man früher viel öfter machen. Entschlüsselungsterminal entdeckt. Where is it? Hier ist so viel Shit auf dem Planeten. Macht das Entschlüsselungsterminal ausfindig. Warnung, beschädigte Wächter können versuchen, die geborgenen Teile zurückzuholen. Mein Raumanzug brauchte ein bisschen. Ja.
Nicht so weit weg. Versteht das manchmal nicht. 74.000. Alter, aus. Aber wie soll das aussehen? Ach, das blaue Raumschiff da. Ist es weit? Oder kommen wir zu Fuß hier? Was ist das? Second Home. Wir inspizieren mal das Raumschiff und dazu müssen wir bauen einen Treibstoff. Dafür brauchen wir eine Metallplatte, die sich gerade nicht bauen lässt, weil Kohlenstoff fehlt, ne? Kein Kohlenstoff. Das blaue Zeug kann man echt immer gut gebrauchen. Was kommt da raus? Ferritstaub. Nee, aus Ferritstaub macht man doch die Eisenplatte. Ich bin eigentlich ziemlich sicher. Ja. So, jetzt war das doch. Ich kann nur eine bauen, okay. Ja, egal. Aber das hat man ja immer schnell gebaut. Das bisschen. Dann gehen wir mal ins Raumschiff und gucken mal, ob wir das finden. Ah, er schafft's noch, okay. Entschuldigung, ich wollte da nicht gegenfliegen. So. Ah, da steht ja Entschlüsselungsterminal, da wo auch. Kommunikationsterminal daneben ist oder so. Was auch immer, das ist so Kommunikationsstation oder was da eben stand. Das hier auf diesem fliegenden Stück. Ich muss jetzt gleich mal kurz pausieren. Ich wollte die Folge ja hochladen. Da, da ist es. Und eine Höhle. So, Moment. Sekunde. So, ich hatte ja gesagt, ich muss das erste Video noch durch die Leitung jagen und das passiert jetzt im Hintergrund. Da stand doch gerade unbekannter Sektor, das kann ja eigentlich schon gar nicht sein, ne? Weil, da war ja schon mal jemand. So, die Naniten nehme ich aber mit, oder die Kröten, Kohle. Wie man auch immer das nennen will. Stone, so viel Zeit muss sein. Ach, guck mal. Was bist du? Reisende Horskage, also viel Spaß. Okay. Das klingt schon so. Eins, zwei, drei. Ich glaube, das mögen die nicht, das Teil hier. Ja, komm.
Wollen die sich jetzt hier gegenseitig reparieren oder was? Alter, lass das. Jetzt aber. Schlüssel, der untergeladen wird, synchronisiert, Gerät entschlüsselt. This was. Was nennen die schwer? Verstehe das gerade nicht, aber okay. So, was muss ich jetzt machen? Ja, okay. Muss ich jetzt wieder zurück? Gebäude in der Nähe, Signal des Wegpunkts empfangen. Das habe ich mir schon gedacht. Ersatzschiff abliefern. Ah, okay. Das heißt, wir müssen ja auf jeden Fall wieder zurück. Junge. Wo war das? Da. Oh, das ist ja eine witzige Mission eigentlich, ne? Wenn es das jetzt war. Also, das steht ja noch nicht fest. Bin mir da noch nicht so sicher, ob das das Ende der Mission war. Aber dann ist das nicht schwierig. Also dann glaube ich, weiß ich, warum das jeder immer alleine macht. Wenn man nicht gerade mit richtigen Freunden zusammen ist, dann kann man ein bisschen Schub geben. Oh, das wäre beinahe schief gegangen. Kumpel. Spider-Clark. Echt komische Sachen hier auf dem Planeten. Ja, ist gut, Robbie. Ich höre, wie der Reisende scharf einatmet. Die Kreatur streckt ihre Hand nach mir aus und stoppt. Hier. Schnell weg hier. Hallo? Mich rein. Letzter Vorzug. Also, das ist wieder mein Schiff. Missionsziel abgeschlossen. Komme ich jetzt zurück zur Station? Ah. Ah, okay. Habe ich mir schon gedacht, ich wollte gerade sagen, ich muss bestimmt die Weltraumanomalie nach hier holen. Aber ich mag dieses Geräusch, wenn der Regen auf die Scheiben prasselt. Nee, nee. Ich wollte doch gar nicht. X und den großen Tennisball. Noch zu nah am Planeten, glaube ich. Ja, zack. Dann holen wir unsere Belohnung ab. Das war nun wirklich nicht schwer. Das hat doch Spaß gemacht. Das war mal was anderes. Kann man dieses Wochenend-Ding nur einmal machen? Ich meine, das sehe ich ja jetzt, ne? Nur in der Landesequenz, wie immer, die Hopfenschorle aufmachen.
Ah, mit Zitronenlimo drin. Das ist so erfrischend bei den Temperaturen. Und hopp, die dupp. Die dupp, die dupp, die dupp. Wo kriege ich die denn jetzt? Hier bei dem Ball? Guck mal, jetzt ist keiner hier. Alle weg. Mission abschießen. Auf jeden Fall habe ich jetzt so ein cooles Auge. Was auch immer man mit diesem Auge machen kann, habe ich dafür jetzt auch... Ah, Quecksilber habe ich auch bekommen. Gucke mal an. Was ist das denn? 400 Quecksilber. Einen Außenposten errichten. Aber einfach mal ausprobieren. Polo, na, da sind ja alle. Ja. Versuchen wir einfach mal. Und diese Klaviermelodie, ne? Total entspannt. Warum steht das da auf Spanisch? Dass er irgendwer eine Mission gestartet hat. Der hätte ja mit mir zusammen starten können. Erreiche den Planeten Osto Sigma. Welcher ist es da? Ich habe ein kleines Krabbelvieh. Zielplanet erreicht, ja. Das ist Wolken? Nee, das ist Wasser, ne? Boah. Der verdorbene Schwan nähert sich von Orte mit Analyse. Wie sie hier. Ja, muss ja erstmal irgendwo landen können, ne? Ist ja irgendwie nur Wasser. Nicht so cooler Planet mit so viel Wasser. Dann nehmen wir mal hier. Die Insel. Und dann gucken wir mal, ne? Ernsthaft unter Wasser oder was? Krasse Fische. Oh, so eine Perle ist auch cool. Thank you.
Mach das nochmal. Nee, da steht ja zu schwach zum Erfassen. Das machen wir nicht so. Nur das nicht vom, falsche Taste gedrückt. Ja, kann man das nicht aus dem Raumschiff benutzen? Weil erstens ist das so voll der riesige Wasserplanet, da muss man ja jetzt ultra viel schwimmen. Seitens scheine ich ja echt weit davon weg zu sein, weil sonst steht da ja schon mal 600 Ziehmulder. Und wie ich die geschwommen bin. Das ist ja übermorgen. Autsch. Bisschen Wasserstoff. Huch. Geh weg. Immer, wir müssen in diese Richtung. Also nach rechts. Schauen wir mal. Könnte mal hier landen. Schauen, was das Gerät dann sagt. Sag aus, als hätten die Steine sich bewegt. Was soll ich denn hier machen? Ist aber auch nichts auf diesem Planeten, ne? Noch weiter in diese was. Natrium ist auch immer ganz gut. Habe ich immer mal gebrauchen. Was ist das? Kämpfen die? Nein, sie sind einfach nur behindert. Nee, keine Ahnung. Da hat sich dieser Algorithmus wahrscheinlich irgendwas ausgedacht, was nicht so überlebensfähig wäre. Ja, wie lange das langsam das immer noch piepst. Nee, nee, nee. Wo ist mein Raumschiff? Gehen wir noch was weiter in diese Richtung. Wie sollen die denn aussehen? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was ist das? Oben, da wird mir was Liedernes angezeigt hier. Landen wir mal.
Ah, okay. 300 diese Richtung, damit kann ich um, aber warte mal. Ich wollte mir... Das ist nur so ein großer Kristall hier. Ja, du. Resonator, okay. Haben wir einen gefunden und muss ja nur 4 finden. Ist ja total einfach. Bin mal gespannt, wie das Ding jetzt aussieht und was passiert, wenn man das angreift. Atlantideum. Ja, irgendein neuer Stoff anscheinend. Das da? Ach, easy. Boah, da stand gerade Wächter suchen. Geh bloß weg. Pissbacken. Ach so, das waren schon 2. Ah, okay. Dann erstmal wieder zurück zum Raumschiff. Ist ja nicht so schwer. Ich finde, das ist so cool, dass das Spiel nicht immer so ultra schwer ist. Ich meine, diese komische Mechanik mit den Wächtern, wenn man die einmal verärgert hat. Die habe ich ja immer noch nicht geschnallt. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Trick und ich stelle mich einfach total doof an. Weil sonst ist in dem Spiel ja, es ist ja nicht irgendwie, dass man sagt, boah, das ist einfach bockschwer oder so. Es ist halt einfach viel. Vieles wird gut erklärt, manches aber auch nicht. Multiwerkzeug. Geht diese Richtung. Wenn ich denn da jetzt noch mal reinkomme, ja. Das heißt, hoch, bisschen nach da, dann diese Richtung. Versuchen wir es hier mal. Gucken, was er sagt. Guck mal, direkt was nicht identifiziertes. Was? Na du, bist dich da versteckt? Ja, okay, weiter, ein bisschen weiter nach rechts. Das.
Nach rechts. Okay. Das ist so, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Damals, als meine Eltern noch eine Sonnenbank im Keller hatten, wenn man die angemacht hat, dann sah auch alles so aus wie hier auf dem Planeten. Das ist, ist das gar nicht korrumpiert, sondern hier läuft irgendwo so eine ultra große Sonnenbank. Boah. Hier die Richtung stimmt schon mal. Ja, das ist wieder so eine Mechanik, wo ich sage, na, muss das sein? Das ist sehr zeitintensiv. Warte mal, hier ist aber wieder so ein Stein. Guck mal da. Wo ist er? Stein? Da, guck mal hier. Letztes Mal, als ich in der Nähe von diesen Dingern war, so eben, ne, da hat das ja auch funktioniert. Da waren die ja nicht so weit von weg. Ah, okay. Ja, das hat 600 ist zwar immer noch ganz schönes Stück. Da kann man aber mit arbeiten. In unmittelbarer Nähe. Da hinten. Da guckst du einmal nicht nach unten, ne? Zack, bist du weg. Kann man noch ein bisschen erkunden auf dem Weg dahin? Ja, das ja nicht. Was ist das? Wieder so ein hüpfendes Geschlechtsteil. Wenn ich da jetzt ins Wasser gehen würde, ich glaube, da würde ich so viel finden. Das macht auf jeden Fall auch komische Geräusche bei der Fortbewegung. Keine Sorge, ich wollte nur mal meine E-Zigarette ziehen und wollte nicht, dass das die ganze Zeit so. Und manchmal filtert der, da kann er das rausfiltern. Der Aufnahmefilter. Manchmal irgendwie nicht. Also ich will, dass das die ganze Zeit klack, 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 klack macht, während du das Video guckst. Aber komm schon, ist das jetzt nur einer? Oh nein. Hoffentlich kommen die hier nicht rein. Das habe ich ja schon verstanden, dass man die so loswerden kann, ne? Wie machst du das denn im Weltall? Kannst du ja nicht, Hauptsache mein Kumpel fliegt da draußen noch rum. Das irritiert ihn nicht. Ja, cool. Also es ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass man die auch ganz gut alleine erledigen kann, diese Mission da. Aber das hier bestimmt. Ja. Das
like ich schon mal, gib schon mal einen Daumen für. Die holen Fritten. Hab mich eben noch gesehen und jetzt... wo ist er denn hin? Wer ist er denn? Ach, egal, der wird's wohl nicht sein. Warte mal. Okay, also in diese Richtung. Oh, erstmal zurück zum Raumschiff. Ja, bringt alles nicht so viel, ne? 500. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Meine Oma hat immer gesagt, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Die Jüngeren unter euch können da mal googeln, was ein Pfennig ist. Ich weiß es noch. Hatte ich selbst damals noch in der Hand. Das war ganz schön spät, ne? Ach, Viertel nach zwei. Ich meine, ich könnte jetzt durchziehen, ne? Morgen ist Feiertag. Ein Feiertag am Feiertag. Bevor dann am Dienstag wieder der Wahnsinn losgeht, der neue. Aber guck nicht, ja, da ist das Loch. Haha, diesmal habe ich dich gesehen. Aber ich glaube, ich werde dann gleich nach dieser Aufnahme dann für heute sein lassen und dann, warte mal, so gucken. Okay. Und dann bald weitermachen. Muss ich irgendwie eher mal dazu aufraffen, das Spiel zu spielen, weil das ist... Ich habe ja jetzt was gefunden. Ich meine, ich könnte auch mit den anderen Sachen machen, weitermachen. Dieses komische Glas suchen für die Siedlung. Ich will gar nicht wissen, in wie viel Minus die mittlerweile ist. Aber da. Hier irgendwo. Was ist das? Habt ihr doch gerade hier irgendwo gesehen. Okay, mal gucken, ob meine Theorie jetzt aufgeht. Ne, geht's hier nicht. Okay. Kann man bestimmt gut verkaufen. Was ist das denn? Einfach irgend so ein Stängel. Oh, Gold. Lass das sein. War. Ja, weiter diese Richtung. Oh Gott. Ich brauche meinen ganzen Schubdüsen. Sprit. Hierfür auf. Soll ich mal gucken? Sei aus, als wird da weit nichts kommen. Halten wir mal hier an. Ah, nur noch einer. Einer fehlt noch. Immer, das ist immer der letzte, ne? Bisschen links rum. Jetzt aber. Üblichen sind leer. Nö, doch nicht. Bisschen links, so. Immer der Hand nach. Dann gehen wir ein bisschen raus ins Weltall. Können wir größere Distanzen besser oder schneller überbrücken. Aber hier ist doch kein Land mehr irgendwie.
Hier so eine kleine. Da. Warte mal. Da sieht's aus, als gäbe es Hügel. Kann mich auch täuschen. Ne, da tut sich Land auf, das ist schon mal gut. Okay, Land nur hier. Oh, guck mal, viel Scheide. Was ist denn das Blaue da? Das will man gerade angucken. Aua. Ja, kann sich nur um Stunden handeln, bis wir den gefunden haben. Den letzten. Wenn wir Glück gehabt, dass bei dem einen zwei standen. Ach, das ist nur so ein. Ja, ja, ich verstehe. Hier. Das sah nur so aus. Mal gucken. Diese Richtung. Ja. Weil da hinten war ja kein Land. Da ist schon wieder diese, jetzt sind sie leer. Das Ding vergessen. Oh, kein Treibstoff. Womit man diesen Sprung nach vorne macht. Ey, komm, jetzt ernsthaft? Oh. Eines Ferrit. Ja, daraus kann man aber Ferrit Staub machen. Wenn ich mich rasch erinnere. Und zwar mit meiner Taschenraffinerie. Warum sind die denn kaputt? Im Kampf kaputt gegangen, das kann natürlich sein. Wo ist die Raffinerie? Raketenwerfer. Ah, das ist Raumschiff. Oh, Raumschiff ist was kaputt, das ist nicht gut. Pyritstaub. Nein, ich will das doch. Echt, es ist hier kaputt gegangen. Cadmium. Das war bestimmt in dem Kampf, von dem ich erzählt habe. Mit dem Wächterträger-Schiff-Gedönse. Gucken, dass ich diese Reparatur mit Module wieder finde. Das weiß ich aber nicht mehr, wo ich die letzte Mal gefunden habe. Cadmium ist ja wieder so eine Sache, ne? So. Schief. Ich habe gedacht, große Steine könnte man wieder in kleine zermahlen. Das hätte ja in meinen Augen so ein bisschen Sinn ergeben. Ja. Oh, hier brauch ab. Ah, guck mal. Hier sieht es doch schon mehr nach Land aus. Lass hier mal versuchen. Ach, einfach mal landen hier. Das war auch wieder so ein Special Move. Oh, ernsthaft. Ey, ich hab keinen Bock mehr, das jetzt hier stundenlang zu suchen. Was? Nein, nein, nein.
Dann vielleicht diese große Insel hier. Auch ja nur genug Ferritstaub, um dann noch Startschub-Treibstoff herstellen zu können. Willst du mich doch verkackeiern? Ach ja, flieg herum und suche was. Das sind auf jeden Fall zwei so große Dinger. Ach, was habe ich denn da gemacht? Okay. Also noch weiter nach links. Schauen wir uns das mal an. Aber ihr seht schon, hier steht nicht so ein Teil. In der Walachei, in der Gegend rum. Dann vielleicht da hinten, wo diese großen Berge sind. Ich habe das Gefühl, ich fliege so ein bisschen im Kreis. Kann aber auch nur... Guck mal, hier haben wir wieder so große Teile. Jetzt aber komm. Ja, geht doch. Dann machen wir das Baby jetzt mal fertig. Wird ja dann eine Punktlandung fast, ne? Mit Abgabe. Nicer, nicer. Alter, wie soll ich denn hier wieder... Ist das eine Schlucht? Hm. Ja, dann... Bauen wir uns da einen Aufgang. Das hat so ein bisschen was von diesem einen Film da, wo diese iPods, diese riesigen, die Erde angreifen.
Yay! Ist das halt wieder hier hoch? So, Ball abgefedert, nicht kaputt gegangen. Und dann sind wir ja jetzt gleich auch schon am Raumschiff. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also hat das ja ein bisschen gedauert, ne? Also manche Missionen scheinen einen alleine dann doch schon was länger zu beschäftigen, weil sonst würdest du wahrscheinlich sagen, wenn wir zu 14. Jeder macht einen. Hallo. Ist aber ein großer deiner Art, ne? Trotzdem unglaublich hässlich. Oder zu zweit. Ich sage hier aber zwei oder so, aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass man die auch ganz easy peasy anscheinend alleine machen kann. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum auch nie irgendjemand das mit irgendwem zusammen macht. Läuft ja bei denen. Ja, noch zu nahem Planeten. Gibt es da irgendwas, wo man sieht, dass man jetzt im Weltall ist? Bei Elite Dangerous gibt es ja so ein paar Anzeigen im Cockpit. Da sieht man dann, wenn man Gravitation verlassen hat und so. Wie wird das hier hoch? Was ist eigentlich, wenn ich auf der Station auslogge? Geht das? Aber wie komme ich denn jetzt von hier aus zurück in das System, wo ich war? Also wo ich das erste Mal die Weltraumanomalie gerufen habe. Das wäre ja mal interessant zu wissen, oder? Ich bin ja jetzt ganz woanders. Haben wir jetzt... kein Quecksilber dafür bekommen? Nur für die, für dieses Gel, das ist aber schlecht. Ah, kann ich hier nur einmal die Sachen geben? Okay. Und mal die komische Lebensform hier fragen. Na gut. Ja, ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich und wir machen hier einfach das nächste Mal weiter. Mal gucken, ob ich bis dahin rausgefunden habe, ob ich wieder zurück in mein altes System kam, wo ich herkam, oder wie das jetzt läuft, kann ich nicht sagen. Werden wir aber rausfinden und sehen in der nächsten Folge. Wenn du diese nicht verpassen willst, dann drück einfach auf den Abonnieren-Button und du wirst darüber informiert, wann die neue Folge hochgeladen ist. Und wenn du viel Spaß hattest und dem Ganzen ein bisschen... ja, zeigen willst, dass, oder mir zeigen willst, dass du Spaß hattest, lass einen Daumen hoch, ey, und wenn du Kommentare hast und ich weiß, was ich falsch mache oder einen Tipp, immer damit unten in die Kommentare, das ist noch besser. Ansonsten, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, guten Abend und bis zum nächsten Mal.